Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in Paris, herzlich willkommen hier im Parc des Princes. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen heute das erste Spiel der Online-Saison. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden, Buschi. So, das erste Aufeinandertreffen der beiden, eine ganz spannende Geschichte. Wir erwarten uns eine Menge von diesem Duell, von diesem ersten Spiel. Hoffentlich erfüllt das Geschehen auf dem Rasen unsere Erwartungen. Ecke. So, Ecke kommt. Da können Sie klären. Einwurf geht direkt zum Gegner, müssen Sie besser machen. Und wenn diese beiden gegeneinander antreten, also dann dürfen wir uns sicher auf ein tolles Spiel freuen. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass es gleich losgeht. Jetzt müssen Sie aufpassen. Na, das war ein bisschen weit. Der Ball dürfte weg sein. Jetzt die Maria am Ball. Mbappé. PSG lauert auf die Chance. Da kommt er raus und hält den Ball. Ritter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Gefährlich! Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Florenzi. Schöner Pass jetzt. Mitchell Becker. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Super Tackling. Ballverlust. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ritter. Geht dazwischen und hat den Ball. PSG verliert den Ball. Ein petit rappel valable pour tous les spectateurs aujourd'hui. En ce moment, tous les articles de la boutique du stade sont à moins 20%. Moins 20% sur toute la boutique. Profitez-en. Da hat er klasse gearbeitet. Jetzt die Maria am Ball. Muss Abschluss geben. Die Maria am Ball. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören. Das kann funktionieren, wenn alle mitmachen. Moise Kean! Sensationelles Tor. Was für eine Szene. Was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der Kerl da unten darf sich zurecht feiern lassen. Zuck.
Ballverlust. Schönes Zuspiel. PSG über außen, da ist Platz. Angel Di Maria. Und gibt's jetzt die Führung. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. PSG hier jetzt vorne sieht gut aus. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Wenn wir auf den Ballbesitz schauen, ja, da fällt auf, dass PSG bislang klar weniger von diesem Spiel hat. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Macht er gut. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Ecke kommt in den 16er. Ja, sie können erstmal klären. Und Ballverlust. So langsam wird es gefährlich. Ganz stark abgewehrt. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Daniel Pereira. Ballverlust PSG. Ritter. Da wäre jetzt Platz. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Gefährlich! Da kommt der Schuss. Der ist noch heiß. Wie beurteilst du die Leistung von Kylian Mbappé im ersten Abschnitt? Da ist er alleine durch. Gefahr erstmal bereinigt. Er passt ihn auf den Flügel. Neymar am kurzen Pfosten. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Ecke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Vorne der Ballgewinn. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt der Ballverlust. Kimpembe. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Fängt diesen Ball ab. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ritter. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Guter Pass, das könnte Chance werden.
Der ist weit. PSG verliert den Ball. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Auf Außen ist Platz. Moise Kean. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Danilo. Er holt sich den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ganz alleine. Das ist noch gefährlich. Besser, Buschi, kannst du einen Konter fast nicht spielen. Wolf, ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend, wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Da wäre Platz auf Außen. Weg ist der Ball. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Abgepfiffen, das war Abseits. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Den Ball holt er. PSG über außen, da ist Platz. Kylian Mbappé-Lotin. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ritter. Wird's jetzt gefährlich. Geduldiges Passspiel jetzt, sie lassen sich Zeit. Da ist die Flanke ins Zentrum. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Ballgewinn, gefährliche Position. Macht er gut. Ganz souverän hier vom Torhüter. Pablo Sarabia. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Geht hier noch was für PSG? Jetzt die Flanke auf Mbappé. Sie machen das Tor. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Jetzt vielleicht die Flanke. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Ecke kommt. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Wenn die Fans so hinter einem stehen wie hinter PSG hier im Parc des Princes, dann hat man es natürlich leicht, eine Führung über die Runden zu bringen. Gute Aktion. Ja, da ist Platz jetzt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Phänomenal! Ohne Worte! Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht. Es war Abseits. Nachspielzeit wird angezeigt. 1 Minute. Jetzt haben sie den Ball. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie gewinnen dieses Spiel und das lag vor allem an diesem Gang.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. Könnte spannend werden, Buschi. Sie sind in der Tabelle mit 3 Punkten vorne. Sieht alles gut aus. Heute geht es darum, den Vorsprung zu verteidigen. Das heißt, weiter dein Spiel spielen, nicht zurücklehnen. Sonst kannst du die Saison noch aus der Hand geben. Ja, erstmal geklärt, das gibt Eckball. Die Ecke kommt. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen, das ist doch harmlos. Und die Maria am Ball Mbappé. Pablo Sarabia. Jetzt vielleicht. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Die Nummer 7. Wir schauen kurz auf die Uhr. 7 Minuten hat es nur gedauert. Er steht gut und hat den Ball. Neymars Pass abgefangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, ärgerlich. Ballverlust. Jetzt müssen Sie aufpassen. Pablo Sarabia. Da ist Mbappé. Der Ballverlust durch Mbappé. Neymar. Die Flanke von Neymar. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Darüber, der fordert den Ball. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Kurz der Hinweis natürlich auf. Guter Pass jetzt. Da ist jetzt Platz. Ja, geht gut dazwischen. Bernat. Das ist natürlich ein guter Pass. Pablo Sarabia. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Zuck. Da ist Platz. Neymar. Moise Kean. Ballverlust durch Neymar. Ballbesitz verloren. Guter Vorstoß da jetzt. Pablo Sarabia. PSG in der Offensive. Da haben sie jetzt den Ball. Ballverlust. Ball bei Neymar. Moise Kean. Kommt jetzt die Flanke rein? Bernat. Mbappé! Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt.
ruckzuck. Ritter. Schöne Aktion. Das sieht vielversprechend aus. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Florenzi. Mitchell Becker. Pablo Sarabia. Neymar hat ihn. Ja, guter Pass. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ritter. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Moise Kean. Jetzt Neymar. Toller Zweikampf. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Angel Di Maria. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Den Ball entschärft er ganz locker. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. PSG darf anstoßen. Durchgang 2, los geht's. Kimpembe. Bernat. Oh, das sah vielversprechend aus. Ritter. Schöner Spielaufbau jetzt. Sieht gefährlich aus. Der Ball läuft richtig gut. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Jetzt Neymar am Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Oh ja, versucht viel, ist unzufrieden, will den Ball. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Abgefangen jetzt von Mbappé. Gute Aktion jetzt. Die Chance! Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Guter Ball nach draußen. Er bekommt Hilfe. Ritter. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Hereingabe kommt
an den langen Pfosten. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Gute Chance für eine Flanke. Klasse Aktion, Ball ist weg. Mbappé. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Guter Pass. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Nun Angel Di Maria. Super Aktion, tolle Technik. Ballbesitz verloren. PSG in der Offensive. Jetzt Neymar. Schöne Flanke jetzt. Zuck. Gefährlich. Philipp Herrlicher. Kommt jetzt die Flanke rein? Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Florenzi. Da geht er vorbei mit dem Trick. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Die Szene vor einigen Sekunden. Riesenchance vergeben. Wäre die Führung gewesen. Zuck. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Chance zur Flanke jetzt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Macht das ganz sicher. Gibt es hier noch einen Sieger? Das ist die Frage kurz vor dem Ende. Aktuell steht es unentschieden. Florenzi. Es bleiben hier noch 8 Minuten. PSG über außen, da ist Platz. Den Ball hat die Abwehr. Zuck. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Sie nehmen eine Auswechslung vor. 4 Minuten bleiben hier noch. Und jetzt PSG nochmal in der Offensive. Mbappé. Stark verteidigt. Ja, guter Pass. Da kommt er raus und hält den Ball.
Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Am Ende bleibt es hier beim Unentschieden. Dieses Remis ist aus meiner Sicht ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt. Beide auf Augenhöhe. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade.